So, ihr Lieben, auf in den Kampf. Es geht um unterschiedliche Erkenntnisse. Weißt du, Christen können fürchterlich nett sein und sie können manchmal fürchterlich anstrengend sein, wenn es um unterschiedliche Erkenntnisse geht. Ich sehe das so und du siehst es anders. Also sind wir schon Gegner. Und dann wird die Bibel geschwungen. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung, da wird nachgeguckt, da wird gegrübelt, noch mit Goldschnitt. Und dann wird die Bibel oder beziehungsweise Teile der Bibel dem anderen um die Ohren gehauen. Und der haut dann seine Stellen dem anderen wieder um die Ohren, bis dann irgendwann die Bibeln durch den Raum fliegen. Ja, es kann sich richtig gestritten werden. Das war damals so, das ist heute noch so. Ich bin groß geworden in einer Gemeinde, also ich habe eine christliche Laufbahn hinter mir. Und ich hatte meine ersten Erkenntnisse schon auf dem Töpfchen. Und ich war mir mancher Sachen gewiss. Aber dann wuchs ich heran und dann kamen so die anderen Meinungen. Und alles, was so im gewissen Teenager-Jugendlichen-Alter schön klang, wurde entschieden abgelehnt. Alkohol? No way. Tanzen? No way. Kino gehen? No way. Selbst Winnetou? No way. Es wurde immer wieder von der Kanzel runter gesagt, das waren so die Erkenntnisse. Und wir hatten als Jugendliche teilweise so andere. Also haben wir dann irgendwann aufgehört zu kämpfen und haben dann nach unseren Erkenntnissen aber gelebt. Aber ich weiß noch, wie es so als junger Mensch sich angefühlt hat, wenn ich aus dem Kino kam, in das ich ja nicht durfte offiziell, und man hatte mir noch gesagt, eben, so bin ich groß geworden, dass Jesus auf keinen Fall mitgehen wird ins Kino. Also habe ich gedacht, wenn ich dann rauskam und dachte, ach du liebe Zeit, wenn jetzt in der Zwischenzeit Jesus wiedergekommen ist, dann habe ich echt schlechte Karten. Also bin ich nach Hause gerannt und war immer heilfroh, wenn die Eltern auch da waren, denn die waren auf jeden Fall dabei gewesen. So bin ich groß geworden und das kann man heute belächeln und ich lächle auch drüber. Was sind heute die unterschiedlichen Erkenntnisse, die Christen haben? Alkohol ist nach wie vor so ein Reizthema in vielen verschiedenen Regionen. Wir waren in Amerika unterwegs, bei einigen Gemeinden und da war Alkohol absolut verpönt. Dann haben wir die Leiter dieser Gemeinde mal zu uns nach Deutschland eingeladen. Die wollten alle in die Düsseldorfer Altstadt, solange ihre Jugendlichen nicht dabei waren. Also das war schon ein bisschen strange, wie sie dann ihre Erkenntnisse doch ein bisschen an dem Abend aufgeweicht haben. Ich habe mit afrikanischen Freunden gesprochen um das Thema Alkohol und da heißt Alkohol trinken sich betrinken. Sie kennen das nicht, so ein Glas Wein beim Abendessen oder ein Glas Bierchen, sondern das ist Alkohol immer gleich in Mengen und von daher kann ich die Geschichte verstehen. Und für mich hieß es dann, eine Freiheit zu entwickeln und zu sagen, natürlich trinke ich dort auch keinen Alkohol. Ich werde nicht als der Westler kommen und der Europäer kommen und sagen, Leute, ihr müsst mal ein bisschen in die Bibel gucken, schaut mal, was Jesus mit dem Alkohol gemacht hat. Das wäre lieblos gewesen. Und so gibt es heute viele Dinge, wo Christen sich unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Die Frage ist immer, kämpfen wir dann sofort oder können wir auch einander stehen lassen? Was sind heute noch für Punkte? Rauchen ist mittlerweile überall verpönt. Darf ein Christ in die gemischte Sauna gehen? Oder noch schlimmer, darf ein Christ auf den FKK-Platz fahren und dort Urlaub machen? Da gibt es Christen, die haben überhaupt kein Problem damit. Andere haben schon Schwierigkeiten, wenn sie einen ausgezogenen Tisch sehen und sind dagegen und sagen, das geht doch überhaupt nicht. Wie soll man die beiden in die Gemeinde an einen Tisch kriegen, wenn er auch nicht ausgezogen ist? Was gibt es heute noch für Dinge? Große Fragen und vielleicht kannst du dich mal einfach ein bisschen zurückziehen und mit deinem Ehepartner unterhalten und sagen, wo gibt es in eurer Gemeinde oder in der Treffpunkt Leben-Gemeinde unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Erkenntnisse? Damals in Antiochia war es so, dass einige Juden auftraten und haben gesagt, Bekehrung ist das eine, aber Beschneidung muss sein. Ihr könnt nicht einfach nur zum Glauben kommen, sondern ihr müsst unter das Gesetz kommen und unter einen Teil des Gesetzes. Und deshalb haben sie in Antiochien Unfrieden gestiftet. Und so sind dann die Christen losgereist, also Barnabas und Paulus und ein paar andere Juden, und sind dann zurückgereist nach Jerusalem, weil dort noch ein paar Apostel waren. Und dann hat man zusammengesessen. Und was ich gut fand, ist, dass sie wirklich diese Thematiken zu einem Thema gemacht haben.
dass sie nicht die Gruppen einfach so für sich haben laufen lassen, sondern sie haben sich dieser Frage gestellt. Schwerpunktmäßig muss ein Mann, ein heidnischer Mann, sich noch beschneiden lassen. Die Juden waren ja schon alle beschnitten. Muss das noch sein? Und dann saßen sie zusammen und haben im Gesetz nachgeschaut. Sie hatten ja noch nicht die Bibel in dem Sinne, aber sie hatten die alten Schriften. Sie haben sich erinnert, was Jesus dazu gesagt hat. Sie hatten den Heiligen Geist, der sie auch gelehrt hat. Und dann finde ich gut, sie beraten, sie diskutieren, sie hören aufeinander. Petrus darf erzählen, Paulus darf erzählen. Und dann steht ein Mann auf, namens Jakobus. Und Jakobus war ein Hardliner. Wir haben ja gerade in der Gemeinde so eine Serie, come on, eine Predigtserie. Und da merkt man etwas von seinem Herzen. Und er war schon ein Mensch, der so Richtung Gesetzlichkeit auch ging. Aber er stand dann auf und hat deutliche Worte gesprochen. Und dann steht da der Satz, und sie hörten zu. Und dieser Jakobus legt dann einige Dinge fest und sagt, hey, ein paar Regeln wollen wir ihnen geben. Aber das Hauptstreitthema wollen wir ein für alle Mal weglegen. Ein Christ muss nicht wieder unter das Gesetz kommen, sondern allein der Glaube an Jesus rettet ihn und nicht die Beschneidung. Deshalb großes Aufatmen bei allen heidnischen Männern. Und dann haben sie noch ein paar Dinge geregelt und wir werden noch auf einige Sachen kommen in dieser Woche, weil es gab noch mehrere Streitthemen dort. Und die Apostel mussten dann Briefe schreiben. Jakobus, Paulus, Petrus. Sie haben dann verschiedene Briefe geschrieben, wie man mit unterschiedlichen Regeln und mit unterschiedlichen Erkenntnissen umgeht. Es gibt mehr als einfach sich nur bekämpfen, den anderen in die Ecke drücken, dem anderen den Glauben absprechen, sondern wirklich zu sagen, hey, was heißt das? Unsere Erkenntnis, meine wie auch deine, ist nur Stückwerk. Wir erkennen immer nur einen kleinen Teil. Und damit diese Erkenntnis sich weitet, und der andere auch Raum gewinnt, gibt es einige Regeln. Darüber möchte ich euch morgen etwas erzählen. Gott segne dich für diesen Tag und ich bin gespannt, ob du morgen wieder mit dabei bist.